Die Welt erfährt derzeit eine Anhebung ihrer Schwingung und ihrer Energie. Das bedeutet, dass sich das menschliche Bewusstsein langsam wegbewegt von materialistischen Themen und sich intuitiv immer mehr hinbewegt zu geistigen und spirituellen Themen. Überall um uns herum wird die erhöhte Schwingung sichtbar. Die alte Ära des Materiellen neigt sich mehr und mehr ihrem natürlichen Ende zu und eine neue Zeit beginnt. Eine Zeit, in der die Menschen wieder mehr nach innen schauen und nach geistigen Themen und innerer Vervollkommnung streben. Wir leben in einer Zeit, in der der Mensch so stark wie schon lange nicht mehr seine Verbindung zu sich und zum Universum spürt und sich nicht mehr primär nur als ein körperliches Wesen versteht, in dem sein Geist wohnt, sondern sich als ein geistiges Wesen erkennt, welches sich einen physischen Körper geschaffen hat. Wir sind offensichtlich viel mehr, als wir glauben, als uns über uns selbst beigebracht wurde. Der Mensch ist Geist. Und unser Geist ist zu unglaublichen Taten fähig. Es ist eine Zeit angebrochen, in der unser Geist und unser Bewusstsein wieder mehr ins Zentrum unseres Weltbildes rückt. Eine Zeit, in der wir verstehen, dass wir nur durch die Entwicklung unserer geistigen Fähigkeiten unser menschliches Potenzial voll ausschöpfen und unsere aktuellen Probleme lösen können. Eine Zeit, in der wir aus unserem vermeintlich dreidimensionalen Gefängnis ausbrechen, welches wir uns selbst durch unsere Gedanken und unsere Identifikation mit unserem Ego erschaffen haben, das bisher erfolgreich vorgegeben hat, wir selbst zu sein. Wir haben uns täuschen lassen und verstehen nun immer mehr, unser Geist ist stärker als Materie. Materie folgt Energie. Wir haben es in der Hand, glücklich, leicht und mit unglaublicher Energie durchs Leben zu gehen. Es ist an der Zeit, dass wir als Menschen unser Bewusstsein für die in uns vorhandenen Kräfte aktivieren und wieder aktiver Schöpfer unseres Lebens und unserer Wirklichkeit werden. Wir sind Riesen, denen man erzählt hat, sie seien Zwerge. Im Film Innere Welten, Äußere Welten heißt es: Das Denken isoliert uns, trennt uns von einer tieferen und sinnvolleren Erfahrung des Lebens. Denken hat diese ganze große Unordnung, in der wir stecken, geschaffen. Während sich die westliche Kultur in den letzten Jahrhunderten auf die Erforschung des Physikalischen mit Hilfe der Gedanken und Analyse konzentriert hat, haben andere alte Kulturen ebenso hochentwickelte Technologien für die Erkundung unseres inneren Raums entwickelt. Es ist der Verlust zu unserer Verbindung zu unseren inneren Welten, der Ungleichgewicht auf unserem Planeten geschaffen hat. Und jetzt geht es darum, diese Verbindung zu unseren inneren Welten, zu unserer inneren Kraft wiederherzustellen. Dafür ist es jedoch wichtig, den ganzen Wust, der sich durch unsere Sozialisierung um unser wahres Selbst gelegt hat, wie die Schalen einer Zwiebel Stück für Stück abzuschälen. Die gute Nachricht ist: Durch die erhöhte Schwingung ist jetzt die richtige Zeit, in deine persönliche Selbstverwirklichung zu gehen. Die Menschen, die bereit sind, an sich zu arbeiten, werden einen kräftigen Schub erfahren, wobei an sich arbeiten nicht bedeutet, egoistisch zu sein. Es bedeutet, dass du deine Themen und emotionalen Blockaden bearbeitest und indem du sie mehr und mehr auflöst, deine Lebensaufgabe voll lebst. Und deine Lebensaufgabe hat immer auch mit der Verbesserung und positiven Veränderung deiner Außenwelt zu tun. Jede deiner Gaben ist gleichzeitig auch eine Aufgabe. Dabei ist eines wichtig zu verstehen: Du bist ein manifestierendes Wesen und alles, was du aussendest, kommt in erhöhter Intensität wieder zu dir zurück. Liebe, Dankbarkeit, Freude, Fülle, Schönheit, aber auch Wut, Gier, Trauer, Langeweile, Manipulation und Mangel. Wenn du Dinge in deinem Leben nur halbherzig, lustlos oder aus einem Gefühl des Mangels heraus tust, wirst du dich damit selbst in einer Spirale gefangen halten, die dich an weiterer Entwicklung hindern wird. Auch Themen wie Manipulation oder Lügen werden sich dadurch im Endeffekt gegen dich wenden.
Es ist daher jetzt an der Zeit, reinen Tisch zu machen, wenn du merkst, dass du mit dir oder anderen Menschen noch unaufgearbeitete Themen hast, vor denen du dich bisher immer versteckt hast. Egal, wo noch Themen bei dir sind, gehe sie jetzt an, denn je ehrlicher du bist, desto mehr kannst du in deiner jetzigen Situation, egal wie sie auch aussehen mag, in deine Selbstverwirklichung und deine persönliche Kraft gehen. Handle integer und frage dich in jeder Situation, ob sich das stimmig anfühlt, was du gerade tust und ob es wirklich die Energie ist, die du generieren und aufbauen willst. Sei 100% ehrlich zu dir und du wirst nicht auf dem Sterbebett liegen und dir sagen, ach, hätte ich doch, oder dich über entgangene Chancen ärgern. Jetzt ist der Moment, in dem du entscheidest, dass du nie wieder aus Gefühlen des Mangels heraus leben wirst. Es geht nicht um das Gefühl, ich will hier weg von etwas. Auch nicht um, ich will gern dahin oder dorthin. Das sind alles Projektionen deines Egos. Es geht darum, das Gefühl von Fülle im Hier und Jetzt in dir zu entwickeln. Denn du bist immer im Jetzt. Du kannst nur im Jetzt entdecken, dass du es bereits geschafft hast. Wenn du im Jetzt ankommst, kannst du wie dein wahres Selbst sein. Fange an zu spüren. Genau jetzt ist alles richtig. Genau hier kann ich sein. Es ist alles genauso gut, wie es jetzt gerade ist. Es fühlt sich alles richtig an. Sieh Konfliktsituationen als etwas Konstruktives, denn sie zeigen dir, wo noch etwas unstimmig ist. Egal, was in deiner Außenwelt passiert, auch wenn du dich über einen anderen Menschen ärgerst, es hat immer mit dir zu tun. Warum ärgerst du dich? Das, was sich da ärgert, ist in der Regel dein Ego, das sich verletzt fühlt. Du bist jedoch nicht dein Ego. Du identifizierst dich nur mit ihm. Das Ego steckt hinter all dem Schmerz, der in der Welt ist. Und auch jetzt wird es versuchen, dir einzureden, dass es gar nicht existiert. Doch in der jetzigen Zeit ist kein Platz mehr für Ego-Spielchen. Solltest du eventuell gerade mit Problemen in deiner Außenwelt zu kämpfen haben, dann nimm dir einmal kurz Zeit, in dich zu gehen und dich zu fragen, welches Thema möchte hier angeschaut werden? Was ist das dahinterliegende Muster, welches ich jetzt erkennen und transformieren kann? Ist der Weg, den ich gehe, immer noch der richtige und steht er im Einklang mit meinen tiefsten Überzeugungen? Und wenn du durch bestimmte Situationen immer wieder angetriggert wirst, was kann und soll ich hier vielleicht lernen? Denn diese Themen sind da, damit du genau diesen Sprung zu deinem neuen Bewusstsein schaffst, damit du später über deine Transformation sagen kannst, das, was die größte Anstrengung in meinem Leben war, ist jetzt mein größter Schatz. Denn alle aufgearbeiteten, transformierten Themen setzen die dort festsitzende Energie frei, die du ab sofort wieder nutzen und für deine weitere Entwicklung nutzen kannst. Durch deine Themen wirst du quasi aufgefordert, deine Alltagswelt, dein Alltagsbewusstsein zu verlassen und dich auf etwas Neues, Größeres einzustimmen. Denn nur durch ein neues Bewusstsein wirst du deine jetzigen Probleme lösen, die auch durch dein jetziges Bewusstsein hervorgerufen wurden. Jeder Mensch braucht jetzt ein neues, weiteres Bewusstsein als das, was er gerade hat. Das, was dich jetzt gerade noch festhält, zeigt dir genau das Thema, was angeschaut werden möchte. Also gehe mutig und ehrlich auf dieses Thema zu, anstatt zu versuchen, es zu verdrängen. Gehe in Resonanz mit den Dingen, die du gern erreichen möchtest und lasse dich nicht von alten negativen Mustern in deiner Entwicklung behindern. Also, verdränge nicht die Dinge, die dir an dir nicht gefallen, sondern schau sie dir an und versuche sie zu transformieren. Wenn du das nicht allein schaffst, suche dir Unterstützung. Wichtig ist nur, gehe die Dinge jetzt an. Baue deine eigene Energie, dein eigenes Feld, deine persönliche Kraft auf, anstatt von anderen abhängig zu sein. Doch das Wichtigste, lebe dein Leben zu 100%. Gehe jeden Tag in deine persönliche Selbstverwirklichung, ganz egal, was andere darüber denken mögen. Dann wirst du immer auf dem richtigen Weg sein und du wirst immer eine tiefe Verbindung zu dir haben. Dann wird sich dein Leben immer gut und richtig anfühlen. Also,
Lasst uns jetzt die Schwingung und die Energie dieser Zeit nutzen, um innere Blockaden aufzulösen und als Menschen zu wachsen. Lasst uns unser Bewusstsein entwickeln und den Schritt zum Geistigen tun. Lasst uns im Inneren aufräumen, um neue Muster in unserer Außenwelt zu manifestieren. Lasst uns dafür gemeinsam jeden Tag in unsere Meditation gehen und uns unsere Träume und Wünsche visualisieren. So, als ob wir sie gefühlt schon erreicht haben und so intensiv, dass wir uns jetzt schon freuen und dankbar für sie sind. Lasst uns alle Gefühle des Mangels, die wir in uns tragen, hinterfragen und schauen, ob es sich hierbei nicht um alte Muster handelt, die wir immer wieder in unserer Außenwelt manifestieren und die wir nun endlich einmal hinter uns lassen können, indem wir sie in unserer Meditation durch Bilder der Fülle ersetzen. Und zum Abschluss noch ein Zitat aus dem Film Eat, Pray, Love. Wer mutig genug ist, alles Vertraute und Wohltuende hinter sich zu lassen und sich auf die Suche nach der Wahrheit macht, sei es nach innen gewandt oder nach außen. Und wer wahrhaft gewillt ist, alles, was ihm auf dieser Reise passiert, als Schlüssel zu betrachten und jedem, der ihm unterwegs begegnet, als Lehrer zu akzeptieren. Und vor allem, wer dazu bereit ist, sich unangenehmen Realitäten, die einen selbst betreffen, zu stellen und diese zu verzeihen, dem wird sich die Wahrheit offenbaren. Ich wünsche dir für deinen Weg alles Gute.